eines anstrengenden Tages mit Aufleuchten gedrückt werden und hoch und runter fahren, freue ich mich ganz und gar nicht auf den Besuch der Putzfrau, die mich mit dem gleich dreckigen Lappen abwischt, mit dem sie vorher auch die Toiletten geputzt hat. Aber jetzt habe ich endlich Feierabend, also gute Nacht. Hey, warum soll man dann Blende wählen, wenn das... Er macht doch Auto aus, mach das Schalter auf M. Letztendlich beschreibt diese Brennweitenzahl diese Distanz von hier. Dann müsste man mit der Kamera 10, 20 Meter davon entfernt stehen. Das Kino platzte aus allen Nähten, aber irgendwie klappte es doch. Als die Vorstellung anfing, ertönte ein Schrei und alles war ruhig. Denk an einen Baum. Ich habe jetzt bei einem Tag. Denk an einen Baum. Aufzugknopf. Denk an einen Baum. Der Aufzugknopf. Also das ist jetzt das erste Exponat, das Frankfurter Panorama. Es wurde 1880 in Frankfurt eröffnet. Und es gibt einen weißen Vorhang an der Decke, damit das Licht... Licht fiel durch die Fenster ein und man sah das Bild. Die Menschen standen auf einer Platte in dir drin. Es gab nicht nur Bilder, sondern auch einen Film. Also mein Lieblingsexponat ist das Praxinoskop-Theater. Émile Reynaud aus Paris in Frankreich hat das gebaut um 1880. Wenn man oben durchguckt, dann sieht man nur alles verschwommen. Wenn man durch die Schlitze guckt, sieht man es relativ scharf. Es ist quasi das gleiche Prinzip, nur dass man hier nicht direkt an den Bildern ist, sondern kurbeln muss. Dann kann man hier oben reingucken und sieht einen Film, der eigentlich genauso funktioniert wie die Filme heute. Also der ist jetzt in Schwarz-Weiß und es gab halt keinen Ton. Meistens war eine Kapelle neben dran und hat dazu gespielt. Das gab es dann auf Straßen wie da. Dann konnte man da Geld einwerfen und konnte dann sich den Film angucken. Ich sag was zur Entdeckung der Kamera Obscura. Ich erzähle euch, wie die funktioniert. Und ich erzähle euch, wer und wie sie genutzt wurde. Also eine Kamera Obscura steht halt aus einem dunklen Raum, also dunklen Kasten meistens, einer Linse oder Transparentpapier und ein Loch, wodurch Licht gelangt. Im 17. Jahrhundert erfunden. Also sie funktioniert mit dem gleichen Prinzip wie bei der Kamera Obscura, mit dem umgekehrten Prinzip. Das bedeutet so viel wie, dass man das Bild verkehrt rum reinschiebt, dass es dann richtig an die Wand projiziert wird. Sieht man so Bilder der Phantasmagorie. Ja, also ich stelle das Kinetoskop vor. Das wurde von Thomas Alva Edison, einem amerikanischen Erfinder, in den Jahren 1891-92 erfunden. Der hat auch den Filmstreifen erfunden. Das ist aber wirklich das erste Gerät, das Filmstreifen abspielen konnte. Das ist ein bisschen die Weiterentwicklung vom Mutoskop. Also es ist auch ein ähnliches Prinzip. Man schaut oben rein und sieht dann einen Film. Es ist halt auch nur für eine Person gedacht. Lumière-Brüdern entwickelt wurde. Er funktioniert nach einem bisschen anderen Prinzip, denn hiermit kann man auch...